itself, the realms have existed. Born of curiosity, we opened the first gateway to our endless Feywilds. The Fey have long since aided man in harnessing that which we live and breathe. Magic. Tolerance was known until your grasp extended reach. Greed, in the face of power, saw your world caught in ruin. And out flowed the pale, swallowing all in its path. Some fled its ever-spreading tongue, seeking refuge in Nightingale. Only to be severed from assistance as the pathway between realms collapsed. But perhaps not all is lost. For Nightingale still stands, pushing forward towards progress and enlightenment, humanity's final beacon. Your path thither is winding and full of terror's nascent realmwalker. Wilt thou succumb to Fey lands beyond thy wit? Or wilt thou endure, find the way homeward and rebuild? Damit moin und willkommen zu Nightingale. Wir starten hier mal eine ganz neue Runde. Wir schauen uns das Spiel mal von ganz vorne an. Let my words steer your steps. Bewegung ist erstmal Standard. How now, Fleshling? Shift ist Rennen. No wonder you lost in our Feywilds. Also in der Mitte dürfte die Ausdauer sein. Der gelbe Balken. Show haste, human. Quickly, before those bound fiends snip out your despair. One book. Shadows abound, yet like a fire's final embers, you refuse to be snuffed out. I come with an offer to guide you to a safer realm, and rebuke death, unlike so many of your kin. Take these bloodstained cards, play them, and let amiable bond be drawn between Fey and Fleshling. Give me your hands, that we may be friends, and I shall restore amends. Omosit Inkunul Ome. Hurry yonder toward Portal and Apparatus, so you, bare child of Earth, might abscond this nightmare. Travel to the forest byway swiftly. Across the divide, a greater gift awaits. Partnerships with We Fey afford many wonders yet unseen. So, hier haben wir schon eine der sehr speziellen, Mechaniken. Eine der wichtigen Mechaniken aus diesem Game. Und zwar gibt es hier bestimmte Karten und mit diesen Karten generieren wir quasi den Realm, auf dem wir spielen. Zum Beispiel hier mit dem Biom. Das ist Forest, genau.
Das heißt, das nächste Land, in das wir gehen, durch ein Portal, wird auf jeden Fall in einem Wald spielen oder wird ein bestimmtes Biom haben, was Wald enthält und die dazugehörigen Tiere. Und dann gibt es weitere Karten, die man hinzuspielen kann, die das Ganze modifizieren. Ob es eine große Map ist, ob es eine kleine Map ist, ob es eine gefährliche Map ist, eine einfache Map ist, ob es da viel Ressourcen zum Abbauen und Bauen dann eben auch gibt oder. Und da gibt es zum Beispiel so Kombinationen, habe ich gelesen, die dann auch bestimmte Bosse hervorrufen, eben nur, wenn man bestimmte Karten miteinander kombiniert. Hier im Tutorial ist natürlich immer genau vorgegeben, welche Karten man nimmt. Leines Waldbiom. Das ist der versprochene Wald. Und wenn wir einmal die Map öffnen, sehen wir, das ist ein relativ kleines Gebiet. Hier befinden wir uns. Genau, da ist nachher das Portal, wo wir raus sollen. Ich weiß gar nicht, können wir den Rest überhaupt betreten? Weiß ich jetzt gar nicht. Machen wir erstmal, was Puck sagt, ne? Ups, bin ich durch ihn durchgelaufen? Ja. Count thyself among the fortunate few who manage to flee the Pale's noxious proliferation. Nightingale still stands, but Earth teeters on the brink, and these wilds are far from hospitable. Sequestered so and struck by woe begs the question, wilt thou be a survivor? The gift I promised should aid thy cause. A hermetic guidebook and pocket watch, purloined off the corpse of a realm walker. Keep thee with the man-made network sundered. Entrust me to find the trail forward through these byway realms. In the interim, I hear your stomach snarling. Take reprieve from misery and gorge yourself with a feast fit for a fleshling. Preserve yourself, and I shall return anon. Oh, under this mask, you wonder. I am Puck. Robin to some, Oberon's merry wanderer of the night, the last furtive fae to grace your kind. So, Beeren sammeln. Machen wir dort. Ich bin jetzt auch noch gar nicht gesammelt. Ja, das ist etwas, was mir tatsächlich nicht ganz so gefällt. Also man sieht in der linken Hand ist jetzt der Beutel mit den Beeren. Den kann ich daraus benutzen, soweit so gut. Aber wenn man später, man sieht unten die Schnellleiste 1 bis 0. 1 bis 5 ist in der rechten Hand, 6 bis 0 ist in der linken Hand. Das sieht auf den ersten Blick erstmal falsch aus, ist aber natürlich richtig. Man bedenkt, wo man die Finger auf der Tastatur hat. Und wenn man dann auch gleichzeitig bedenkt, dass man die wichtigsten Sachen wie Waffen und Co. In der rechten Hand hält,
ist es natürlich rein logisch, dass man die Sachen, zwischen denen man dann schnell hin und her switchen muss, gegebenenfalls, dass man die auf den Tasten 1 bis 5 hat. Also nah an der linken Hand in der Regel, die ja auf den Tasten WASD ist. Die Sache, die mir nicht gefällt, die Nebenhand. Man kann nachher im Grunde kaum Sachen aus der Hand rausnehmen. Also man läuft immer mit irgendwas darum, ob es jetzt dieser Beutel ist oder ich will mal was von essen. Oder ob es ein Stück Fleisch ist oder ob es ein Regenschirm ist oder. Man hat immer irgendwie was in der Hand. Man kann es nicht wirklich abwählen, wenn zum Beispiel die Schnelltasten 6 bis 0 auch belegt sind. So, solange da irgendwo eine der Tasten leer ist, kann man die leere Taste wählen und dann hat man auch nichts in der linken Hand. Dann sieht das manchmal nicht so komisch aus, was für Dinger man da rumläuft. Und so muss man quasi, weil die Sachen ja immer automatisch da reingelegt werden, wenn man etwas aufsammelt oder auch wenn man durch ein Portal geht, das meine ich aktuell auch immer noch so, dass dann wieder irgendwas da in die Schnellleiste gepackt wird, sodass man dann wieder was in der Hand hat. Man muss die Sachen dann immer wieder da rausnehmen. Ja, ist eine Kleinigkeit, ist für mich eine optische Geschichte, die mich stört. Ja. Zack, haben wir die Bären wieder in der Hand. So, ich sollte aber mal gucken, was ich jetzt tatsächlich einsammeln soll. Ach, Bären soll ich sogar einsammeln. Okay. Und Steine, die haben wir hier. Wir müssen jetzt aber nicht, wie in den meisten anderen Spielen, jetzt mehrfach diese Dinge einsammeln, sondern man sieht, das ist ein Steinhaufen. Wenn wir es einsammeln, haben wir gleich 5. Ne? 10, 13, 17. So, was brauchen wir noch? Weitere Beeren. Da gab es, glaube ich, einen relativ guten Platz für. Ach ja, das Wasser. Das Wasser finde ich in diesem Spiel eigentlich recht schick. Ja, also selten hat man so schöne Wellen. Ups. Bin ich mal direkt ins Wasser geraten. Das sieht schon eigentlich ganz nice aus. Man sieht allerdings auch gleichzeitig, ich muss etwas an der Hardware machen. Also das geht noch schicker. Es ist alles auf Ultra eingestellt. Es läuft auch alles flüssig, aber es sieht nicht ganz aus, wie man es beispielsweise aus dem Trailer kennt oder ja, vielleicht sogar auch aus anderen Videos. Schade eigentlich. Es hat alles immer so eine gewisse Unschärfe. Das ist nicht wirklich schön. Und ich meine, irgendwo waren auch mehrere Beeren quasi auf einem Haufen. Die würde ich jetzt auch gerne finden. Guck mal, jetzt habe ich auch nur noch 0 Beeren. Weil ich die anderen Beeren gegessen habe. Ich sammle hier übrigens auch schon fleißig was ein, weil zum einen werden wir das mit Sicherheit gleich brauchen für das nächste Tutorial. Und zum anderen kann man in dem Spiel Sachen, die man eingesammelt hat, in Essenzen umwandeln. Essenzen braucht man dann wieder. Ja, für andere Dinge. So, dass im Grunde nichts irgendwie verschwendet ist, man die Sachen jetzt nicht irgendwie zerstören muss aus dem Inventar, also einfach wegwirft oder so. Man wandelt das, was dann einfach zu viel ist, einfach um in Essenzen. Aber ja, man kann doch da drüben rüberlaufen, wenn ich das richtig sehe. Also einmal diese Welt erkunden. Das macht teilweise auch Sinn. Weil man dann beispielsweise Kisten oder ähnliches findet. Und da natürlich auch direkt Material drin findet. Bisher, also ich habe das ja schon mal angespielt, habe ich das allerdings mehr bei irgendwelchen Bauten gefunden.
würde ich es da drüben nicht vermuten, weil, wie gesagt, da ist direkt das Portal, wo wir raus müssen. Aber vielleicht gibt es ja hier hinter noch irgendwo. Ist hier eine Grenze? Tatsächlich, wir kommen hier nicht weiter. Okay, das ist also doch beschränkt. Das ist sehr schade, aber dann brauche ich hier auch nicht weiter erkunden. Aber dennoch wüsste ich gerne, wo ich auf dieser Seite noch weitere Bären finde. Na, da sind welche. Da sind welche. Hier hinter waren auch welche. Genau, hier sind jede Menge auf dem Haufen. Jo. Hier schon genügend, aber ich nehme noch ein paar mit. So, jetzt hat man uns das Campfire zur Verfügung gestellt. Crafting ist im Guidebook eingeordnet. Ist auch für mich jetzt ein bisschen seltsam. Also es wäre intuitiver eigentlich, wenn hier oben nochmal Crafting wäre. Aber man hat halt im Guidebook Crafting Building und dann eben auch alles andere, was es so an Informationen gibt. Okay, das war jetzt auch falsch. Genau, ich habe bei Crafting reingeguckt. Man muss, das baut man ja. Das setze ich jetzt mal dahin. Und dann setze ich mal die dafür notwendigen Ressourcen. Das baut sich dann quasi von ganz alleine. Man platziert nur die Ressourcen rein und dann kann man es verwenden. Packen da mal ein paar Stöcke rein, zünden das mal an. Und werden dann mal, wie viele müssen wir auch einmal sogar nur? Also wir werden einmal Bären rösten. Da nicht noch eigentlich auch noch mal genau da. Das würde ich nämlich gerne wieder rausnehmen. Aber wo sind die Bären denn? Und da hat es. Achso, ich habe sie eingesammelt, aber ich soll sie noch essen. Genau. Avoided embarrassment by staving off starvation. From the lingering scent, your meal was no summer court banquet, but at least you persist. We must carry forth whilst this byway is aligned with another, one which should get us closer to necessities we'll both require. The portal stands nearby. Delay not, for the withering sands await. So, wir sollen jetzt durchs nächste Portal reisen. Kann ich gegebenenfalls hier hinter noch langlaufen?
Eigentlich nicht, ne? Hier wird gleich wieder eine Wand sein. Ja. Sehr schade, dann hätte ich die Insel wahrscheinlich eher begrenzt, anstatt sowas zu machen. Unsichtbare Wände sind immer nicht so eine schöne Lösung, finde ich. Lieber gleich eine kleinere Insel machen. So, jetzt soll es in die Wüste gehen. Also man kann es auch mit einem Doppelklick halt reinfügen, dann muss ich rüberziehen. Und es ist wieder ein kleiner Realm. Ein kleines Biom. Summer runs through my being as blood runs through yours. So, ich habe das mal eben kurz beendet, weil ich in der Hitze stand. Summer runs through my being as blood runs through yours. Yet I've seen that dew men call sweat flow like rivers in our deserts. This heat devours spirit and life alike. How be it? Enduring the elements is part of the Realm Walker's folly. Pleasure sought through vanquishing hostility. Whether this pleases or not, without shelter and the means to defend it, you'll not last long. Man sieht hier halt recht gut die Grenze von Sonne und Schatten. Schatten bewegt sich auch ein wenig mit der Sonne sozusagen. Geht man halt wieder in die Sonne hinein, dann sieht man, gibt es einen Hitzebalken. Das hat halt einen negativen Effekt, wenn man halt überhitzt. Geht man in den Schatten hinein oder ins Wasser, glaube ich, da geht es auch. Dann kühlt man eben wieder ab. Wasser hat aber die Gefahr, wenn man quasi zu lange im Wasser ist, also nass wird, dann kann man auch krank werden. Was ebenfalls wieder negativen Einfluss hat. So, mit den Ressourcen, die ich gerade eben schon gesammelt habe, dann, da kann man dann schon mal die nächsten Sachen mitbauen, die erforderlich sind für die das Tutorial. Okay, einmal hat gereicht. So, und dafür werden die Sachen wahrscheinlich wieder nicht reichen. Ich soll jetzt nochmal ein paar Sachen mehr herstellen. Wir brauchen das Messer. Wir brauchen das. Und irgendwas hat nicht geklappt. Das hat nicht geklappt. Und wir brauchen noch die Axt. Okay. Doch genügend Ressourcen. Schon irgendwo. Wo ist denn Puck? Ich ziehe ihn zurückkehren soll. Da ist er. It slipped my skull that Earth's great citadels resulted from decades of toil. Still, I expected more than that lowly truss of sticks and the haphazard cudgel you now hold. You'll need better woodworking skills than that when we reach our destination proper. It affords the perfect setting for... Well, we shan't ruin the surprise. Let us depart and speak of your ill-favored constructs no more. One final byway of muck and mire, then this path of beginnings shall fork unbounded
into whatever endings you seek. So, auf zum nächsten Portal, aber hier werde ich tatsächlich ein klein wenig erkunden. Da war ich auch noch nicht. Gibt's da irgendwas? Okay, da ist schon wieder eine imaginäre Wand. Ich weiß nicht, wofür die benötigt wird, weil da ist eine Wand. Unschön. Gibt's da mal ein paar andere Kreaturen zu sehen? Jetzt wird mir heiß. Ich muss wieder in den Schatten. Auf jeden Fall möchte ich hier einmal drin erkunden. Weil hier gibt es eigentlich auch etwas zu looten. Ich weiß nicht mehr genau, wie viel das war, aber die eine oder andere Kiste gab es hier drin. Da ist schon mal eine. Wenn man die nicht einfach nur öffnet, sondern auch zerschlägt, kriegt man natürlich auch die Rohstoffe, die es benötigt hat, eben so eine Kiste zu bauen oder zumindest einen Teil davon. Dauert natürlich ein bisschen länger, beschädigt auch die eigene Waffe. Braucht Ausdauer. Ich könnte mal eine andere nehmen, vielleicht wird die besser. Die Axt. Ich habe jetzt nicht darauf geachtet, wie viel Schaden das auch gemacht hat. Da hat man auf jeden Fall noch ein bisschen Holz mit eingesammelt. Und auch das, was quasi in der Box drin war, oder? Ich tatsächlich gar nicht. Also ich habe auf jeden Fall die Healing Potion bekommen. Die setze ich mir auf die Q. Ja, und dann die Scharniere und das Holz. Ja, das finde ich halt auch merkwürdig, ne? Also wenn man jetzt hier hochklettert, achtet mal auf den Effekt. Finde ich komisch, auch mit dem Sound dazu. Das passt für mich irgendwie nicht, wie der da hochklettert. Ist aber vielleicht nur Geschmackssache. Und auch Plutonia, ne? Nee. Ich dachte, man kann eventuell da an diesen Blättern hoch, aber das geht schon mal nicht. Genau, und da gibt es überall Echos zum Einsammeln. Ein bisschen Story. Hier drin war auch etwas. Das zerschlagen wir aber diesmal nicht, sondern wir nehmen den schnellen Weg und öffnen es einfach. Wir haben auch direkt ein bisschen mehr drin. Blutmondkarte. Ja, wenn man Realm mit dieser Blutmond-Karte modifiziert, wenn ich das gerade richtig gesehen habe, die Schnelle, dann haben Gegner, die man tötet, eben eine höhere Drop-Chance, seltenere Gegenstände fallen zu lassen. Und außerdem wurde da, glaube ich, auch das eigene Leben erhöht. Da geht's hier noch irgendwie weiter. Auf jeden Fall müssen wir mal in den Schatten.
Finde mir natürlich nicht, doch. Gut. Hier ist aber nichts. Ich glaube, hier drüben war auch nichts. Nein, da kommen wir nicht hin. Zumindest bisher nichts gesehen, wie man da noch weiter hochkommt. Ich war gerade mal ganz kurz im Schatten. Da ist auch nichts. Gehen wir einfach mal raus. Drüben ist ja noch so ein Ding. Das tat gegebenenfalls weh. Haben wir irgendeinen Effekt? Ja, haben wir hier. Cannot dodge. Okay. Die sind natürlich doof, ne? Sammeln wir hier noch ein bisschen ein. Ich glaube, die Pflanzen kann man hier essen in diesem Biom. Oh, was bist du? Bist du freundlich? Ah, ne? Hier passiert immer eigentlich noch nichts. Hebt das hier unten auch schon, ja. Natürlich. Ja, das ist etwas, was ich nicht so gerne mag, auch weiterhin. Also. Ich meine, man weiß ja vorher, was für ein Stil dieses Spiel hat, also darf man sich eigentlich nicht beschweren, aber ich mag eigentlich keine fliegenden Objekte. Also, gerade nicht, wenn es Gebäude oder sowas sind. Also, das finde ich schon sehr. Sehr, sehr komisch. Das hat natürlich irgendwie einen Hintergrund hier bei dem Spiel, aber. Ja, weiß nicht. Ist nicht meins. Aber man muss ja nicht alles mögen. Man mag, ich glaube, bei keinem Spiel alles. Immer irgendwas, was einem nicht gefällt, aber. Wie gesagt, das weiß man vorher. Man kann sich vorher Screenshots angucken, Videos angucken. Ein bisschen strange. Der hat hier irgendwas kaputt gemacht, dass man das direkt einsammeln kann. Oder besser gesagt, die machen das ja eigentlich. Und hier so eine imaginäre Wand runtergelaufen oder was? Ist hier eine? Nee. Gehen wir hier nochmal lang und gucken, ob es hier was gibt. Ist nichts versteckt. Mal kurz, ob hier oben was ist. Nichts. Noch ein Raum? Nee. Ja. Nichts Interessantes mehr. Und hier komme ich dann auf. Nicht weiter hoch. Oder kann man das hier nutzen? Das? Na gut.
würde sagen, das reicht. Da will ich nicht schon wieder runterspringen. Ah, dann hier die verdammte Treppe, war die das? Ja. Gut, dann gehen wir mal zum Portal und raus, würde ich sagen. Das war hier drüben. Also gerade wenn man so in Bewegung ist, wie gesagt, sieht das alles teilweise sehr, sehr unscharf aus. Die Apparatur. Auf ins Sumpfgebiet. Das sind, meine ich, auch alle drei Biomarten, die es aktuell im Spiel gibt. If not for Astaroth's decree, this trek would have been as easy as peach pie. We Fae are forbidden from consorting with your kind. And while my amity is yours, it behooves us both to move with caution. But enough prattle. The bound guard Fae archways that align with temporal realms. As they're already acquainted with your despair, those fiends will emerge when you try to leave this final byway. While I know man's impulse is to flee, without pluck, you're sure to expire. Prepare yourself, Realmwalker. Once this fen is within our wake, a fine morsel of knowledge I shall bequeath. Ahead lie relics of humanity. So, diesmal geht es in den Kampf. Da unten kommt zum Beispiel so ein hüpfendes Rattenvieh. Nicht leider gesehen. Okay, das war aber diesmal ziemlich schlecht. Eigentlich sind die relativ einfach. Ein Stamina-Problem. Verstehe ich ehrlich gesagt nicht. Normalerweise haue ich die innerhalb von Sekunden weg. So eine Potion ausprobieren. Mal eine andere Waffe.
Wo ist er hin? Da war doch gerade noch einer. Den fasch mal hier ein bisschen Material mit. Soweit ich weiß, brauche ich das auch gleich. Wobei ich ja noch ein bisschen was im Inventar habe, ne? Wo ist das hier hin? Na gut, gehen wir da drüben hin, da gibt es auch noch eins. Oder wir machen das so, wir gehen mal direkt zu diesem Turm. Da oben läuft er. Weil den will ich auf jeden Fall erkunden, da gibt es einiges zu looten. Also, beiden Türmen. So, komm her. Wieder einen Schaden bekommen. Ich finde das eigentlich eher so, dass ich gar keinen Schaden bekomme. Okay. Hab ich nicht getroffen. Eieieiei. Wie stelle ich mich denn diesmal so blöd dabei an? Die Kämpfe sind normalerweise echt einfach, zumindest für die ersten. Man kann hier zum Beispiel die ganze Zeit blocken und es passiert dann eigentlich nichts. Der ist weg. Komm! Wieso schlage ich nicht zu nach dem Blocken? Wieso haust du immer ab? Na komm. Okay, das war ein Crit. Wahrscheinlich den Kopf getroffen. Als ich das letzte Mal angespielt habe, da habe ich einfach quasi jeden Gegner gesucht, weil es so einfach war, um eben einfach ein bisschen was zu looten. Keine Ahnung, was heute los ist. Das Ding einmal. Ja, auch noch. Okay. Ich soll jetzt auf jeden Fall etwas herstellen. Das muss ich da drin tun. Und zwar die Salbe. Eigentlich drei Stück. Hier gleich mal erhöhen hier. Und Meat.
Ach, das war doch Quatsch. So, alles angesammelt. Und diesmal. Mal lassen wir das so. Das extrahieren wir mal. Und das hat uns jetzt eben 5-mal Essenzstaub gebracht. Und damit können wir dann zum Beispiel unsere Items reparieren. You've stolen life to preserve your own. A necessity, lest it become a vice. One imbibed by men like dandelion wine. Now, I've led you about, around. Through bog, through bush, through brake, through briar. And forthwith, a temporal realm of abeyance awaits. And so too, Nightingale. First you must oblige your inner essence and choose the landscape that beckons. Ah, no need for words, only thought. So, wo möchte ich gleich das Spiel starten, also richtig starten? Im Wald oder in der Wüste oder im Sumpf? Normalerweise würde ich tatsächlich Wald nehmen. Das Standardbiom. Aber ich würde diesmal das Licht in den Sumpf nehmen. Play your cards, but beware. The bound will storm once the archway rouses. Hat tatsächlich damit zu tun. Also ich habe das mit dem Wald ja schon gemacht und habe da eben diese ganzen Gebäude, die ihm einfach nicht gefallen auf der Map. All dieses Liegende. Und da, wo ich mich niederlasse und baue, möchte ich das vielleicht nicht haben. Diese Türme hier hingegen, die finde ich nicht verkehrt. Also das ist so einfach Steampunk-mäßig. Das stört mich überhaupt nicht. Wenn ich die eventuell in der Ferne sehe oder auch näher dran, ganz egal. Ich könnte eigentlich mal wieder was essen. Ich würde mal dieses Fleisch probieren. Ah, mein Gott. Es. Okay, da kommt was. Wo ist sie? Da. Jetzt hat er mich doch wieder getroffen. Ja, der war jetzt dann wieder kein Problem. Vielleicht muss ich mich auch nur ein bisschen an den Kampf gewöhnen. Aber es kommen ja gleich noch andere Viecher, das weiß ich ja schon, am Portal. Ja, ab sofort, wenn man jetzt durchs Portal geht. Also ich weiß nicht, ob es wirklich jedes Mal so ist, aber da kommen dann erstmal Gegner raus, bevor man es betreten kann. Also bevor das wirklich komplett aktiv für einen ist. Das ist schon schwer. Das Gewicht ist gleich erreicht. Maximalgewicht. Ah, komm her. Ey, wo bist du? Ist schon soweit. Ich trage zu viel.
Resümieren wir mal. Was bringt das? Sehe ich das? Also nicht. 50 Stamina. Kann auch sein, dass ich die Stamina einfach nur aufgefüllt hätte, die ich schon verbraucht habe. Normalerweise gibt es hier oben Sachen einzusammeln. Dinge. Nichts übersehen. Merkwürdig. So, ist das schon schick. Hier ist auf jeden Fall eine Truhe. Sehr wichtig, sehr wichtig. Ausrüsten, das geht komischerweise nicht direkt in die Nebenhand. Aber das ist sehr wichtig, ist so. Und jetzt können wir was austesten. Entweder es geht gut. Oder wie beim ersten Versuch geht schief. Weil ich nicht wusste, wie man es macht. Wir werden springen! Und wir fliehen. Oh. Das ist ja. Ich wusste nicht, dass das Stamina verbraucht, wenn man sich da oben festhält, aber. Okay, ist ja jetzt nicht verkehrt. Also brauchen wir es zumindest nicht runterlaufen. Gut, Frontalangriff ist Quatsch. Grip in die Fresse. Gucken, ob ich hier alles mitbekomme. Noch mehr, ja. Ach, zwischen den Blättern ist es schon blöd. So, nächster Turm. Wir brauchen ja zum Glück nur hochlaufen und nicht runter. Das Portal ist da drüben. Ja, über diese Viecher. Er war überrascht. Aber sie treffen ihn nicht. Was soll das? So, ich würde jetzt erstmal nicht looten. Ich glaube, es bringt auch nicht so viel. Die Karten wandern direkt hier rein, die man schon gefunden hat.
Ich habe nämlich noch nichts gesehen, dass man irgendwie den Charakter auflevelt oder so, also keine Erfahrungspunkte. Ich wollte mal gucken, was ist das hier? Habe ich Post? Wo ist Post? Ist das irgendwo? Hier oben bestimmt gleich wieder überladen. Tavernenkarte. Also die Karten, die werde ich mir alle dann wieder nochmal durchlesen. Ich glaube, jetzt am Anfang kann man sowieso noch nicht so viel einstellen, wenn man das Portal eröffnet. Also das nächste, aber ich meine, in der Welt selber ist dann nochmal so ein Ort. Ist das ein Ort oder ist es etwas, was man bauen muss? Das weiß ich jetzt nicht. Aber wo man eben den Realm, also das Biom, na, sagen wir lieber tatsächlich Realm, dass man das nochmal verändern kann. Also nochmal modifizieren. Und da kann man dann auch die ganzen anderen Karten nochmal mit einsetzen, wie zum Beispiel Blutmond. Ja, da ist eine Kiste. Okay, jetzt wird es zu schwer. Alleine wegen denen hier schon. Nee, mitnehmen. Ich werde die Dinge jetzt einfach mal extrahieren. Es reicht nicht. Und die will ich eigentlich nicht. Steine extrahieren. Was bist du? Unwichtig bist du. Das bringt natürlich nicht viel. Was macht das hier überhaupt? Movement Speed, unter anderem. Chance. Was ist denn hier so schwer? Ach. Ich trottel. Ja, es wird Zeit, dass ich bauen kann und auch Kisten bauen kann. Können wir eigentlich gleich jetzt. Ja, das muss erstmal im Inventar sein. So. Und dann müssen wir eigentlich auch das Ding mal ausrüsten, weil wir werden sonst nass. Nass und krank. Outlaw. Ist wieder Holz dabei. Ich mache wieder den gleichen Fehler. Bin absolut nicht lernfähig. Immer noch überladen. Also das scheint auch echt schwer zu sein. Ja, oh ja. 2 Kilo jeweils. So, Portal, wo bist du? Da. Würde ich sagen. Auf geht's. Das ging immer noch schnell. Also eigentlich zu schnell für meinen Geschmack. Komm. Wenn du kämpfen willst. Hoch. Ich hänge da fest.
hier auch schon wieder. Okay. Dadurch, dass ich nass bin, regeneriert mein Stamina etwas weniger schnell. Wie schlecht. Und ja, mal gucken, ob ich mit dem Messer gut kämpfen kann. Ja, ne, obwohl wir viele Karten schon zur Verfügung haben, können wir halt nur diese beiden einsetzen. Aber jetzt kommt erstmal was. Gefällt mir nicht. Macht zu wenig Schaden. Schlag zu. Also auch zu. Aber ich weiß nicht, heute. Ich schlage nicht. Warum schlage ich nicht? Jetzt schlage ich. Also, jetzt habe ich kein Stamina, dann macht das Sinn. Also mit dem Stamina ist ja ultra nervig. Wenn man da auch daneben schlägt, wenn man mal schlägt. Noch nass, ne? Das hat echt ein Problem. Jetzt sind die hässlich. Kommen wir gleich auch direkt die nächsten. Ein bisschen trocken, wenn es geht. Oh nein, jetzt kommt nicht der nächste. Hat wahrscheinlich zu lange gebraucht. Aber wer weiß, vielleicht wäre das Portal auch schon vorher fertig gewesen. Ich habe es noch nicht mitbekommen. Das sieht ja aus, als wenn man es betreten kann. Jo. Your path forward is winding and full of terrors. So, das war grundsätzlich erstmal das Tutorial. Survive the realms and rebuild all that has been lost. Mit Ausnahme des Bauen. Obwohl Bauen war ja schon dabei, aber so richtiger Base, so richtiges Base Building war halt noch nicht dabei. Ich kann Zelt bauen.
Naja. Wird auch ganz schick hier. Ah, we made it. With the byways left behind, your beginnings have ended. I bid you welcome to the Feywilds in earnest. This realm has long been forgotten by the Fey, left in limbo, not unlike you. How fitting. And thus, here is yours to put down roots, but beware. In short time, darkness will descend, and with it, Stygian perils. Laying foundations will keep you intrepid, child of Earth. While you play carpenter, there are nooks in these surrounding wilds I must scrub for the knowledge I pledged. So, home sweet home. Ah, wieder mit den gleichen blöden Viechern da. Ja, aber das ist doch ganz nett hier. Da hinten scheint ein Schiffswrack zu sein. Einmal die Map öffnen. Ui. Okay, da ist das Portal. Ja, das ist eindeutig eindeutig eine größere, ne? Und ja, hier müsste man tatsächlich mal auf die Suche gehen. Ah, hier gibt es auch diese schwebenden Dinger. Das mag ich einfach nicht. Naja, was soll's. Ist so. Gehört zum Spiel. Dann würde ich sagen, beende ich das jetzt hier. Und dann geht's beim nächsten Mal mit der Suche nach einem geeigneten Standort für eine Basis weiter. Und das Gebäude gibt's auch bei dem anderen Biom, vielleicht ist es doch eigentlich alles gleich. Ja, auch von den Bauten her und so. Das ist wirklich der einzige Unterschied. Ob es eben Wald, Sumpf oder Wüste ist. Ja, da kommen wir bestimmt nicht durch. Ich wollte nur mal kurz weg, da waren drei von diesen Viechern oder vier, keine Ahnung. Nicht, dass sie mich jetzt hier gleich angreifen, ne? Das gucken wir uns mal kurz an. Ach, das ist eins dieser Rätsel, ne? Ein Puzzle. Falsch. Wenn man einen Fehler macht, kommen Gegner. Oh, sind noch gar nicht wenig. Mal einer weniger. Weniger. Drei weniger, aber waren es nicht vier? Ja. Das ist komisches Viech. Was machst du?
Der hält auch ein bisschen mehr aus. Ich hab zwei Treffer bekommen, die anderen waren dann schon so gut wie tot. Da ist der Kopf natürlich auch ein bisschen geschützt, ne? Aber das waren Volltreffer. Ich habe ein neues Rezept. Passiert das mit den Gegnern jedes Mal? Da oben gehört das auch dazu, weiß ich nicht. Geht erst richtig. Und das war wieder falsch. Wieder vier. Sollte es auch einfacher werden, wenn man zweimal hintereinander denselben Killer macht, ne? So, der kann auch nochmal angreifen, bitte. Ist der tot? Nochmal dieses Viech. Wie gesagt, es gibt nicht mal Erfahrungspunkte dafür, ne? Ja, ich denke, jetzt machen wir das. Das hat sich, glaube ich, gerade einfach aufgelöst. Jetzt machen wir das einfach nochmal zu Ende. Dann sammeln wir das hier ein. Favor. Und dann machen wir jetzt wirklich Schluss. Also, vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Und dann bauen wir weiter. Ciao.